Ich habe euch heute eine Broschüre über die Kosten der Unterkunft im Landkreis Oder-Spree auf den Tisch gelegt. Die haben wir Ende des vergangenen Jahres gemacht, weil wir uns auch angesichts dessen, was da jetzt Flüchtlingskrise genannt wird, weiter um die seit langem bestehenden sozialen Probleme kümmern. Und auch die Menschen, die jetzt zu uns flüchten, fallen nach ihrer Anerkennung meist in Hartz IV und sind auf die Regelung für die Kosten der Unterkunft angewiesen. Der Zusammenhang zwischen beiden Seiten hat hier schon in mehreren Beiträgen eine Rolle gespielt. Ich habe mir meinen Beitrag für heute anders vorgestellt. Ihr werdet merken, warum ich umgedreht habe. In den Auseinandersetzungen in unserem Landkreis haben wir einen Vergleich des Umgangs mit den Kosten der Unterkunft in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Brandenburg erarbeitet. Dieser Vergleich stützt sich auf die Statistik der Arbeitsagentur und dürfte auch über die Grenzen unseres Landkreises hinaus von Interesse sein. Ich hatte mir länger vorgenommen, diese Broschüre zum Parteitag mitzubringen, weil die Unterschiede zwischen den Kreisen teilweise zum Himmel stinken. Der Untertitel lautet deshalb Soziales, Rechtliches und Willkürliches. Am letzten Mittwoch stellte sich dann auch ein Kollateralnutzen dieser Arbeit heraus. Da drehte sich die Regionalkonferenz zur Kreisgebietsreform in Beeskow zu einem großen Teil um finanzielle Fragen der Einkreisung der Stadt Frankfurt in den Landkreis Oder-Spree. Der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder stellte fest, dass eine Teilentschuldung seiner Stadt so lange nachhaltig nichts bringt, wie nicht die hohen in den Soziallasten wurzelnden Ursachen dieser Schulden behoben werden. Sonst landen die Schulden künftig einfach nur beim Landkreis. Die Antwort konnte einem in ihrer Offenheit schon die Sprache verschlagen. Der Innenminister forderte den Oberbürgermeister allen Ernstes auf, sich doch einmal die Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft anzusehen und klarzustellen, ob denn diese Kosten in Frankfurt nicht exorbitant seien. Damit gab der für die Kommunalaufsicht zuständige Minister die Richtung vor. Denn tatsächlich waren die Mietkosten pro Bedarfsgemeinschaft in Summe der ersten 10 Monate 2015 im Landkreis Oder-Spree um 300 Euro höher als in Frankfurt. Von diesen tatsächlichen wurden aber im Landkreis 463 nicht anerkannt. Nur deshalb waren die Kosten der Anerkannten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in Frankfurt höher als bei uns. Nach der seit Jahren überfälligen Anpassung waren im Landkreis Oder-Spree dann ab Oktober die anerkannten Kosten der Unterkunft höher als in Frankfurt. Der Minister ist seiner Aufgabe als Kommunalaufsicht nicht nachgekommen und hat über Jahre hinweg die Unterlassung der Anpassung der Kosten der Unterkunft im Landkreis Oder-Spree geduldet. Jetzt benutzt er die Wirkung dieser Unterlassung, um Druck auf Frankfurt auszuüben. So sieht es konkret aus, wenn bei der Kreisgebietsreform abstrakt über die Verteidigung oder Absenkung sozialer Standards diskutiert wird. Mich hat der Innenminister davon überzeugt, dass ich einer so geführten Kreisgebietsreform nicht zustimmen kann. Denn so wie er es darstellt, ist Kommunalreform nur eine andere Bezeichnung für Sozialabbau. Das darf mit der Linken nicht zu machen sein. Und da scheint es mir, Christian, ich weiß, in welche Bredouille ich dich jetzt bringe, da scheint es mir entschieden angebrachter zu sein, die für die Kommunalreform vorgesehenen Mittel dazu zu verwenden, das Problem der Abwasserfragen zu lösen.